den perfekten Springerlerteig verwende ich 10 ganze Eier, 500 Gramm Zucker, 500 Gramm Puderzucker, 1350 Gramm Weizenmehl 4 und 5, 2 bis 3 Teelöffel Vanillezucker, einen gestrichenen Teelöffel Hirschhornsalz bzw. Backpulver, Speisestärke für die Models und auf das Backblech kommt später ganzer Anissamen gestreut. Die Eier werden zusammen mit dem Zucker schaumig geschlagen für mindestens 10 Minuten auf hoher Stufe. Das Mehl wird auf die Arbeitsplatte gesiebt und eine große Kuhle geformt. Darin wird der Puderzucker ebenso gesiebt und innen verteilt, sodass wiederum eine Kuhle entsteht. Mach die Kuhle nicht zu klein, denn in diese Kuhle muss die Eierzuckermasse hineinpassen. Dann einen gestrichenen Teelöffel Hirschhornsalz in ganz wenig Wasser auflösen und einfach über die Masse geben. Außerdem noch 2 bis 3 Teelöffel Vanillezucker, ein bisschen selbstgemachten, ebenso dazugeben. So, jetzt geht die Arbeit richtig los. Mit 2 großen Teigschabern von außen nach innen das Mehl und den Puderzucker auf die Eierzuckermasse schieben und gut vermengen. Das ist gar nicht so einfach, da die ganze Masse eine Eigendynamik entwickelt. Ihr müsst halt einfach schnell sein und immer wieder von außen und nach innen die Masse aufschieben. Kleinere Malheurs werden am Anfang nicht ausbleiben. Zum Schluss sollte der Teig wie auf dem Bild etwa aussehen. Ein schön lockerer, fluffiger Teig, der zugedeckt, jetzt erstmal 2 bis 3 Stunden in der Kälte ruhen darf, bevor er weiterverarbeitet wird. Auf die Arbeitsfläche wird großzügig Mehl gestreut und ein Teil des Teiges darauf auf etwa 1 cm Dicke ausgerollt. Die Model werden mit Speisestärke abgerieben, sodass der Teig nicht darin kleben bleibt. Auf den ausgerollten Teig wird ebenso ein wenig Stärke gegeben und verrieben. Die Model werden auf den Teig gelegt und gut eingedrückt, sodass das Motiv sich im Teig abzeichnet. Nutzt jede freie Teigfläche aus und versetzt einfach die Models, sodass ihr aus der Fläche viele Springerle bekommt. Die einzelnen Springerle könnt ihr nun mit einem Messer ausschneiden. Oder wenn ihr ein Teigrad habt, könnt ihr dies verwenden. Das macht einen schöneren Rand. Auf ein Backblech mit Backpapier streut ihr großzügig ganze Anissamen. Setzt darauf die Springerle mit entsprechendem Abstand zueinander. Die Springerle müssen jetzt für 10 bis 12 Stunden trocknen. Wenn ihr die Springerle so lange in den Backofen schiebt, dann lässt diesen einen Spalt geöffnet. Am besten macht man da den Teig in den Abendstunden und lässt über Nacht ruhen. Gebacken wird nach der Ruhezeit mit Umluft bei etwa 160 Grad für 10 bis 12 Minuten bei vorgeheiztem Backofen. Anschließend die fertigen Springerle auf einem Rost auskühlen lassen. So, das war es jetzt zum Thema Springerle. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sollten eure Springerle etwa wie meine aussehen. Vor allem schmecken diese richtig gut. Ein Tipp noch von mir: Verwendet einfach vom Rezept her die halbe Menge, dann klappt das auch mit dem Teig sicherlich beim ersten Mal. Ich wünsche euch gutes Gelingen und eine gute Weihnachtszeit. Bis bald wieder mal in meiner Backstube. Viele Grüße, euer Andi.